Ein herzliches Grüß Gott aus dem Zimmer 301 des Hotel Lilie in Sterzing im wunderschönen Südtirol. Ja, ich bin einmal wieder im schönen Südtirol und zwar diesmal mit dem Fahrrad von München hierher gekommen zur Eröffnung des neuen Fahrradweges von München nach Venedig. Hier also unsere erste Nacht. Wir sind gleich bis Italien durchgefahren. Gut, mit etwas motorisierter Hilfe. Ich gebe es ja gerne zu. Hier also das Zimmer 301. Wir haben ein wunderschönes großes Bett, einen kleinen Fernseher, Flatscreen natürlich. Dort befindet sich ein schöner Schreibtisch und da eine schöne große Couch mit schöner Sitzgelegenheit und ein großer Schrank. Und da stehen meine ganzen Klamotten. Ja, dann drehen wir uns kurz um, ignorieren diesen Spiegel, in dem meine Fahrradklamotten unschön zur Geltung kommen könnten, und schauen kurz ins Badezimmer rein. Das ist sehr hell, sehr groß. Das Hotel macht sowieso einen ganz modernen, frisch renovierten Eindruck. Wir haben einen Föhn, wir haben die üblichen kleinen Duschen, Duschsachen und Seifen und so weiter und so fort. Und da ist die große Dusche, auch nochmal mit Duschseife. Und neben dem Klo gibt es auch ein BD. Ja, das ist soweit der kleine Blick in dieses Zimmer 301 des Hotel Lilie in Sterzing. Jetzt sind wir noch eingeladen vom Tourismusdirektor des Ortes. Und da bin ich schon mal gespannt, was es da Interessantes gibt. Denn hier sind ja einige Regionen in Bayern, Österreich und Italien an dem Interreg-Projekt beteiligt, um diesen Fahrradweg von München nach Venedig zu eröffnen, hinzubekommen, auszuschildern. Eine tolle Sache und ja, wir sind stolz, da jetzt gleich beim Anfang mit dabei zu sein. Jetzt werde ich allerdings gleich mal in die Dusche springen und dann geht's zum Abendessen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ciao, servus. Und alles weitere erfahrt ihr dann auf legourmand.de, das Genießermagazin.